Wie funktioniert eigentlich das Tree-View-Control mit MVVM? Gut, das Basic Binding machen wir mal in diesem Video. Also dranbleiben, wenn es interessiert. Tree-View-Beispiel. Natürlich verwenden wir wieder den MVVM-Toolkit. Das hat sich in letzter Zeit ja bewährt und ich glaube, die meisten sind über das manuelle Schreiben durchaus hinaus. So, MVVM-Toolkit installiert. Dann machen wir es so richtig im MVVM-Style mit Model View, View Model Geschichten mit Services, wo wir auch ein paar Daten transformieren müssen. Ja, nur ein kleines Beispiel, aber werden dann gleich richtig. Also, wir machen uns einen Ordner mit Models, wir machen uns einen Ordner mit Services und wir machen uns einen Ordner mit View Models. So, neuer Ordner, View Models. So, wir wollen grundsätzlich jetzt hier unser XAML mal anschauen, Main Window XAML. Hallo. So, und in diesem Main Window XAML machen wir eine Tree-View entsprechend rein. Vielleicht mal hier einfach links. So, schwuppdiwupp, wir machen hier das Tree-View-Control, Tree-View. Und natürlich wollen wir das dann binden. Item Source ist gleich. Was nehmen wir? Binding. Nehmen wir Books. Ja, machen wir ein paar Bücher zum Darstellen. Die lassen sich ja unter Umständen durchaus schön machen. Wir brauchen ein Item Template. In diesem Item Template machen wir ein Hierarchical Data Template. Ja, wir müssen ja eine Hierarchie machen. Und auch hier machen wir Binding Books. Ja, das lassen wir noch. Müssen wir dann noch binden und darin machen wir einen Textblock rein und den Text binden wir Binding Category. So, brauchen wir natürlich was. Wir brauchen mal eine Eigenschaft Books in unserem View-Model. Dazu brauchen wir erstmal ein View-Model, also rechte Maustaste, New Class. Und da ist unser Main Window View Model. So, Public, Partial nicht vergessen. So gut brauchen wir nicht, weil wir können ja hier einfach von Observable Collection erben. Observable Object erben. Oder dieses iNotify Property Change Property drüber für den MVVM Toolkit. So. Dann brauchen wir hier noch ein paar Sachen. Wir brauchen natürlich einmal ein Model mit den entsprechenden Büchern, die wir überhaupt haben. Also das wäre das, was wir sozusagen von der Datenbank bekommen würden. Book. So, weil es so schön ist, machen wir einen Public Record Book. Bekommen einen String Autor, bekommen einen String Title, bekommen eine Kategorie. Und ein enumerable von int von ratings. Ja. Also Auto Title String Category. Auto Title Category. Wir wollen es nachher nach der Kategorie sozusagen den Baum aufbauen. Und wer dann Lust und Laune hat, kann dann auch noch für Sterne was vergeben oder so eine eigene Ebene. Gut. Also das wäre unser Model Book, so würden wir es sozusagen aus der Datenbank bekommen, vom Entity Framework oder von wo auch immer her. Jetzt machen wir uns einen Service, diesen Service, der liefert uns die Bücher. Ja, wir können auch sagen, ihr würdet es von einem Webservice liefern oder was. Wir machen einen Book Service. Dieser Book Service liefert uns dann entsprechend Bücher mit entsprechender Kategorie etc. So, dieser Buchservice bekommt ein public enumerable von book. Get books. Und der soll uns jetzt einfach was liefern. Also wir sparen uns sozusagen den wirklichen Datenbankzugriff, den sparen wir uns. Wir wollen ja was anderes ansehen. So, wir machen eine static list von book. Box ist gleich new. So, ich fülle die mal mit ein paar Dummy-Werten. Das Abtippen wäre jetzt ja nutzlos. Ich habe das mal hier jetzt reingegeben mit zwei Kategorien, Software Development und Fantasy. Habe hier ein paar Bücher reingegeben und hier irgendwelche Werte für die
für die Ratings von den Büchern. Gut, und wir machen nichts anderes, als dieser Service liefert eben diese Liste zurück. So, wir machen noch Extract Interface mit iBookService. Ups, das war schon da. Ja, und wollen natürlich dem MVVM-Toolkit sagen, jedes Mal, wenn wir einen Bookservice wollen oder haben, dann hätten wir gerne diese Implementierung. Also machen wir uns in der App, registrieren wir das im Konstruktor, wo wir sagen Community Toolkit MVVM Dependency Injection IOC Default Configure Services. So, hier geben wir rein New Service Collection. Ja, Install Package Dependency Injection. Die letzte Version installieren wir noch. So, und dann sagen wir hier, ich hätte bitte gerne mal ein Add Singleton. Und zwar jedes Mal, wenn ich einen iBookService benötige, bitte gib mir einen Bookservice. Dann hätte ich noch ein Add Transient. Jedes Mal, wenn ich ein Main Window View Model hätte, dann machst du mir bitte ein neues. Und ein Build Services Provider. So, somit haben wir das IOC entsprechend konfiguriert. Gut. Wir haben also unser Model, das Book, wir haben Services, unsere Book Service etc. Wir haben unser View Model, unser Main Window View Model. Wir brauchen aber noch, wir wollen aber die Bücher dann entsprechend anzeigen über ein anderes Binding Modell sozusagen. Und deswegen machen wir uns hier eine Klasse Categorized Books View Model. Wir brauchen ja, wenn wir hierarchisch was binden wollen, eine hierarchische Struktur. Wir hatten hier aber nur eine Liste von den Büchern. Ja. Also hier der Book Service, der hat dann nur eine Liste und keine Hierarchie. Wir wollen ja nachher eine Hierarchie machen auf Basis dieser Kategorien. Und dazu brauchen wir natürlich ein entsprechendes View Model, das die Kategorien auch entsprechend für uns abbildet. So, hier machen wir da wieder ein Observable Object, von dem wollen wir erben. Wir machen eine Private String, einfach nur String Category. Ja. MVVM Toolkit, mach uns bitte hier ein Observable Property draus und ja, jetzt machen wir die Hierarchie. Wir machen eine Observable Collection. Von dieser Categorized Book View Model. Books. Observable Property. So, was fehlt uns hier? Was? Partial. So. Ja, wir haben hier sozusagen ein View Model gebaut, das eben hier rekursiv ist oder demnach eine Hierarchie darstellen kann. Und ja, hier alles observable etc. pp. Das haben wir im Model klassischerweise ja selten oder nicht. Deswegen ist es ein eigenes View Model, das wir hier dann in unserem Haupt-View Model sozusagen verwenden. So, der braucht mal als erstes einen iBookService. Ja, der braucht natürlich diesen Service, Bookservice, den wir über einen Konstruktor, über Inversion of Control uns holen wollen. Ja, Main Window View Model bekommt den Bookservice und hier sagen wir this.bookservice. Machen wir es groß. This.bookservice ist gleich Bookservice. Und dann brauchen wir hier das Public Observable Collection. Wir wollen ja das dann eine Eigenschaft binden auf die TreeView. Ja, das war jetzt eigentlich alles nur Plumping Code, wenn man so will. Ja, wir machen eine Observable Collection von diesem Categorized Books View Model. Books ist gleich New Observable Collection. EBIA, hier brauchen wir wieder eine Observable Property. Das Public ist natürlich Schwachsinn. Wir haben ja eine Variable und keine Eigenschaft. Die Eigenschaft lassen wir uns ja generieren. So, und jetzt haben wir hier die Books. Demnach hier das Binding auf die Books.
Und das Hierarchical Data Template hat auch eine Item Source. Und hier binden wir ja, die Eigenschaft, die wir hier rekursiv definiert haben. Das heißt, dieses Box ist vom Main Window 4 Model. Und wenn er ein Buch gebunden hat, schaut er in der Hierarchie bei Box hier nach. Hier bei dieser Box. Ja, da wird ja die Eigenschaft generiert vom MVVM-Gen, ja, das große W. Gut, jetzt müssen wir noch diesen Service verwenden, um die Bücher zu laden und um unsere Categorized Book View Model Geschichte zu machen. Ja, genau. Also laden wir das mal. War Box to add, das sind die, die wir in die Collection hinzufügen wollen. Da sagen wir this.bookservice. Liebe Bookservice, gib uns alle Bücher, getbox. Jetzt, wo wir die Bücher haben, gruppiere sie bitte ja, nach der Kategorie. Ja, jetzt bekommen wir eine Datenstruktur zurück, die eigentlich sowas sagt wie String Category und dann eine Collection von den Büchern, die zu der Kategorie gehören. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen Link. Dann selektierst du uns bitte eine neue Categorized Box View Model, wobei wir die Category, Category vielleicht mal kompilieren. Das wäre jetzt der Key der Gruppierung und die Box sind eine neue Observable Collection. Observable Collection von dieser Categorized. Und hier gehen wir rein. Wir selektieren einfach neu. Wir selektieren hier einfach neu wieder so ein entsprechendes View Model und geben hier die Kategorie, die wir dann anzeigen wollen, auf den Titel und den entsprechenden Autor. So, mal schauen, dass wir alle Klammern zu entsprechend haben. Dann kompilieren wir mal, vielleicht kommen dann ein paar Fehler wieder weg. Man succeeded. Gut, na dann. So, jetzt haben wir das hier rennen und jetzt können wir sagen, for each var book in books to add und geben das in die list.books, in die Eigenschaft, nicht in die Variable, damit auch die entsprechenden Events geworfen werden. Gut, mir egal, die Events macht ja die Collection sowieso. So, also wir selektieren die Bücher, die Kategorien und dann an nächster Ebene wieder. Und wenn wir das jetzt mal anstarten, dann schauen wir mal, ob nur die Idee gerade Schluck auf hatte oder es wirklich ein Problem gibt. Hallo? So, jetzt war Visual Studio einfach abgestürzt. Uns fehlt ja noch was. Wir haben dieses View Model, hat ja selbst das Main, also die View kennt ja das, hat noch kein View Model. Das müssen wir natürlich noch zuweisen. Ja. Wir müssen ja noch sagen, in das Data Context, IRC Default, Get Required Service. Wir hätten bitte gern ein Main Window View Model als Data Context. So, probieren wir es nochmal. Ja, und jetzt sehen wir hier zwei Kategorien, Fantasy und Software Development und dann hier die entsprechenden Bücher mit den Autoren. Ja, natürlich können wir hier noch alles Mögliche dann machen mit Formatierungen etc. pp. Aber so sieht man mal, wie holen wir Rohdaten raus, wir machen hierarchische Daten draus, in diesem Fall mit ein paar Link-Statements, das geht natürlich auch anders, und dann schlussendlich die Anzeige in der UI.